Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier mit mir. Ja, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nina und auf diesem Kanal mache ich alles Mögliche rund um das Thema Beauty, Hautpflege, Make-up, ab und zu mal ja Unboxings von Beautyboxen, zumal ich da aber jetzt momentan ein bisschen die Reißleine gezogen habe und versuche so wenig wie möglich zu kaufen. Dann gibt es ja realistische DM-Holz mit Sachen oder auch Drogerieholz mit Sachen, die ich wirklich nur brauche, ohne mir hier meine Schränke voll zu knallen. Das ist so meine neue Philosophie, wonach ich seit ein paar Wochen lebe. Dann gibt es auch hier und da mal Kochvideos. Ich bin unter anderem auch Thermomix-Repräsentantin. Das heißt, der Thermomix wird auch hier ab und zu mal zu sehen sein. Ja, ich würde mich freuen, falls ihr noch nicht mein Abonnent seid, wenn ihr mich abonniert und bleibt und guckt, was ich hier so treibe. Und ja, jetzt heute Morgen, ihr seht, ich bin noch ungeschminkt. Das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, war duschen, Gesicht waschen, Zähne putzen, anziehen. Und jetzt möchte ich mit euch ganz gerne einmal ja meine aktuelle Morgenroutine machen mit den Produkten, die ich halt momentan benutze. Und wie gesagt, Gesicht habe ich mir gerade schon gewaschen und danach werde ich mir, jetzt mache ich gerade, das Gesichtswasser leer. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass es jetzt leer ist. Das war jetzt hier von L'Oreal Age Perfect. Das hatte ich im Urlaub mit und habe ich jetzt aufgebraucht. Ich weiß nicht, ob die da an der Rezeptur irgendwas geändert haben, weil ich hatte das schon einmal und da fand ich das richtig klasse. Ich meine, vielleicht hat sich meine Haut auch verändert. Ich weiß es nicht. Soll ja eigentlich, ja gut, erfrischen tut es schon, klar, ist halt Gesichtswasser, entknittert und belebt, ich weiß es nicht. Aber allgemein finde ich schon, dass meine Haut ein bisschen besser geworden ist. Gut, jetzt hatte ich hier gerade aktuell mal seit langer Zeit mal einen Pickel, aber der ist sich gerade auch schon am Zurückentwickeln. Ja, ansonsten hoffe ich, dass das Licht ganz gut ist. Ich mache es jetzt heute einfach mal nur mit Tageslicht. Wir haben jetzt noch ja relativ früh, es ist gleich 9 Uhr morgens. Wir haben noch Wochenende und genau, heute ist Samstag. Als nächstes benutze ich immer noch irgendwie ein, ja, entweder eine Essenz oder ein flüssige Struktur und da habe ich jetzt momentan diese Essenz von Stylevana von COS RX. Das ist das Galactomyces 95 Tone Balancing Essence. Die ist halt ja mit, mit fermentiertem, Ferment Filtrate. Das ist jetzt mal schwierig, das für mich auf Deutsch zu übersetzen. Ist halt ja die Haut zu hydratisieren und zu versorgen und so weiter. Ja, macht sie radiant, wie sagt man, ja, strapazierfähiger und reiner. Und ich muss sagen, also ich finde das richtig, richtig toll. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte ich mir selbst gekauft bei Stylevana. Ich habe da noch ein 10 bis sogar 15% Rabattcode mit INF10NBW. Der ist auch immer in der Infobox verlinkt. Und könnt ihr bei Stylevana gerne mal vorbeischauen. Das ist halt ein sehr großer Online-Shop für koreanische Hautpflegeprodukte. Die haben aber auch ja, Haarpflege und Make-up auch. Und genau, da könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Die haben auch immer einen ganz, ganz tollen Sale. Da habe ich auch schon mehrfach tolle Sachen gesehen und habe da auch schon mal zugeschlagen. Und ja, jetzt darf ich momentan von Stylevana jeden Monat Produkte testen. Bis jetzt bin ich wirklich von allem mega begeistert. Also falls ihr das auch mal ausprobieren wollt, schaut da gerne mal vorbei. Könnt ihr auch sehr gerne mich unterstützen und da meinen Code benutzen und noch ein bisschen was extra sparen. Dann hatte ich, das auch von Stylevana, meine ersten Augenpatches in der Großpackung. Bis jetzt habe ich mir immer so einzelne gekauft, aber hatte ich schon länger mal vor, mir da so eine größere Packung zu kaufen. Also hier sind 60 Stück, also 30 Paar sind da drin, sind bis
Juli 2025 haltbar, sind halt Agave Cooling Hydrogel Eye Mask. Ich habe da die bis jetzt einmal verwendet. Ich habe das hier noch drauf gelassen. Hier ist der kleine Spatel dabei, um die zu entnehmen. So, das hier. So sehen die aus. Die werde ich mir jetzt aufgeben und dann lasse ich die ein bisschen drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das eingewirkt ist. Ich will euch natürlich nicht, eigentlich nicht die ganze Zeit dabei zusehen lassen. Es steht noch, ich hatte erst überlegt, ob ich heute das währenddessen das Q&A mache, was noch aussteht. Das kommt auf jeden Fall noch, habe ich nicht vergessen, aber ich glaube, das mache ich lieber bei einem Schminkvideo. So, was ich sagen wollte, ich wurde gerade kurz unterbrochen. Ihr könnt ja jetzt sehen, wie die sitzen. Ich lasse die auf jeden Fall jetzt ein bisschen drauf und dann seht ihr, wie die hinterher sitzen. Die fühlen sich super schön kühlend an. Im Moment ist es unheimlich warm gerade und ich habe sowieso auch immer mit Schwellungen, mit Wassereinlagerungen und so weiter zu kämpfen und dann tut mir das unheimlich gut. Die sind nicht, dadurch, dass sie ja hier mit mehreren drin sind, die sind jetzt nicht ganz so nass, würde ich sagen, wie ja, so einzeln verpackte Augenpatches. Dadurch rutschen sie aber nicht so doll, also die halten eigentlich relativ gut. Gut, das Einzige muss ich mal schauen, wie weit ich komme. Also man sollte die, glaube ich, schon so, ja, eigentlich spätestens jeden zweiten Tag benutzen, weil die sind, nachdem man die geöffnet hat, sind gerade halt 2 Monate haltbar. Also das ist echt eine Sache, die man wahrscheinlich besser so, ja, für jeden Tag einfach oder für jeden zweiten Tag benutzt, damit man das auch aufgebraucht bekommt. Also das werde ich jetzt auch mich ranhalten, dass ich die wirklich täglich benutze. Das kann ich auch eigentlich ganz gut integrieren. Kann man ja auch morgens sich als erstes Gesicht waschen und dann die Augenpatches drauf machen und dann halt Zähne putzen, anziehen und so weiter. Die halten relativ gut. Genau, ist auf jeden Fall, ja, es ist weniger Abfall und es ist im Endeffekt auch viel günstiger. Weil wenn ich mir überlege, ich würde mir 30 Paar von diesen Augenpatches, also ich sag mal, die günstigen von Yuti kosten, glaube ich, 99 Cent, also 1 Euro. Das heißt, es wären auch schon 30 Euro, wenn ich das kaufe. Oder sogar andere, die mir besser gefallen, kosten sogar 2 Euro. Das heißt, wir wären bei 60 Euro für 3 Paar. Und da sind wir hier natürlich viel, 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 viel günstiger unterwegs. Ja, und natürlich den Abfall, den man dadurch spart, ne? So, ich hole mir jetzt noch einen Kaffee und genau, lass die derweil einwirken und dann sehen wir uns gleich wieder mit der weiteren Hautpflegeroutine. Bis gleich. So, ihr Lieben, die waren jetzt ja so gute 10 Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger drauf. Normalerweise renne ich da auch schon mal 20 Minuten mit rum, aber ich will jetzt das Video halt gerne machen. Aber schaut trotzdem mal, die haben sich wirklich keinen Millimeter bewegt und die haben so schön gekühlt. Ich nehme die jetzt mal runter. Die hinterlassen jetzt nicht ultra viel Serum. Das finde ich aber auch nicht wichtig. Dafür benutze ich auch gleich noch meine Augencreme. Aber die haben auf jeden Fall, merke ich, ja, durch diesen tollen Cooling-Effekt, dass das wirklich so ein bisschen Einfluss auf die Schwellungen hatte. Finde ich richtig, richtig cool. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Also aktuell sind die auch verfügbar und kosten momentan unter 10 Euro. Also für 30 Paar Augenpatches ist das echt richtig, richtig, richtig gut, muss ich sagen. Gibt es in verschiedenen Varianten, habe ich gesehen. Also das ist jetzt hier halt Cooling. Und ich habe gesehen, da gibt es auch noch einige andere von der Marke. Das ist von Petite Fée. Petite Fée, richtig toll. So, ich gebe da jetzt auch von Stylevana, sorry, dass ich euch im Moment, aber ich bin einfach mega hyped und ich merke einfach, wie gut mir die Sachen tun. Von Tokobo, die habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Ich benutze die schon echt jetzt lange, aber dadurch, dass da 30 Milliliter drin sind in diesem Augengel, das ist halt mit Lavendelblüten, Wasser,
vegetarischem oder pflanzlichem Kollagen. Quarzjuwel, Wasser, Panthenol, das ist halt so, ne, so eine Kollagen Brightening Eye Gel Cream. Und ach, ich liebe ja sowieso Lavendel, die riecht aber nicht wirklich nach Lavendel. Und hat halt auch nochmal so eine, ich liebe, die ist richtig, richtig toll. Ich mag diese Gel-Cremes sowieso total gerne. Und gerade bei so warmen Sommertagen tut das einfach unheimlich gut. Kann ich euch auch empfehlen. Ja, dann nehme ich im Moment sehr, sehr gerne als Serum tagsüber Vitamin C. Da habe ich das hier momentan von L'Oreal. Finde ich auch echt gut. Da werde ich mir aber, hoffe ich, dass ich da aber auch bald aus der koreanischen Hautpflege da mal was bekomme. Das hat halt auch so eine schöne orangene Farbe. Das L'Oreal ist auch übrigens pures Vitamin C, also kein Derivat, also so eine Mischung, sondern das ist wirklich 12%iges pures Vitamin C. Das kann man, wenn man sich dann, also hier steht es jetzt drauf, pures Vitamin C, da ist halt auch ein bisschen Salicylsäure drin. Man kann das immer ganz gut daran erkennen, dass pures Vitamin C ist halt überhaupt nicht lange haltbar und dementsprechend haben hier ist das auch nur nach Öffnen 3 Monate gültig. Hier jetzt zum Beispiel, das ist auch eine tolle Creme, kann ich nicht anders sagen, finde ich ganz gut, von Asam, die Vitamin C Glow Creme. Da ist jetzt halt, da ist halt so ein Vitamin C Komplex drin. Ne? Daran sieht man, die ist jetzt zum Beispiel 12 Monate haltbar. Ne? Pures Vitamin C verfällt halt sehr, sehr schnell. Und dann habe ich jetzt endlich, ich habe meine Sonnencreme fürs Gesicht aufgebraucht und habe da jetzt echt schon mit den Hufen gescharrt, weil ich die unbedingt ausprobieren wollte. Die ist ja auch total hyped, habe ich auch bei Style Wanda, die habe ich mir selber gekauft im Doppelpack, aber die habt ihr vielleicht schon auch bei anderen YouTubern gesehen. Das ist von Beauty of Joseon Relief Sunrise und Probiotics. Lichtschutzfaktor 50 plus natürlich. Ich spare mir jetzt die Gesichtscreme einfach und nehme das jetzt als Gesichtscreme. Wie gesagt, es ist sehr, sehr warm, sonnig und die habe ich jetzt schon 3-4 Mal benutzt. Die hat einen tollen, die fühlt sich gar nicht so an wie, ja, nicht so, ihr wisst, was ich meine, wie sich halt manchmal Sonnencreme anfühlt. Also die ist fürs Gesicht echt toll. Ihr seht, die hinterlässt keine weißen Spuren. So, die Reste gebe ich mir natürlich noch. Ja, aber bevor ich nachher in die Sonne gehe, muss ich natürlich meinen Körper noch eincremen. Und ich habe mir die auch gestern, als wir hier bei uns, wir haben so einen kleinen Familienpool auf der Terrasse stehen. Und als ich da gestern, habe ich die auch zwischendurch immer wieder so ein bisschen nachgecremt. Aber auch, wir haben mit Wasser rumgespritzt und alles Mögliche. Also selbst da, das hat auch nicht gebrannt in den Augen oder so. Ja, finde ich echt sehr, sehr gut. Ich werde euch die Produkte von Stylevana, die ich jetzt benutzt habe, die 4, die werde ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox mal verlinken, falls ihr da mal vorbeischauen möchtet. Und mein Code ist da auch immer verlinkt. Und ja, das wird jetzt tatsächlich heute mein Look bleiben, weil es wird heiß. Ich möchte nachher wieder in den Pool gehen, deswegen bleibe ich ungeschminkt. Momentan habe ich auch so eine Phase, ich bin zwischendurch echt sehr, sehr gerne mal ungeschminkt. Vielleicht werde ich auch nachher noch ein bisschen Sport machen und ja, dann muss ich danach bei dem Wetter sowieso wieder duschen. Und das heißt, das spare ich mir. Vielleicht gebe ich mir noch ein bisschen wasserfeste Mascara auf, muss ich mal gucken. Aber ansonsten, ja, ich fühle mich auch momentan mit meiner Haut so echt wohl. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Kamera rüberkommt, aber auf jeden Fall das, was ich im Spiegel sehe, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Und ja, ich wünsche euch jetzt wie immer einen wundervollen Tag. Genießt den Sommer und bleibt gesund, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.